Wo habe ich mich so derb mit dieser Zeitreise rumgeplagt, hä? Ist egal, jedenfalls ging es darum, dass ich in der Gegenwart irgendwas gemacht habe, das mir in der Vergangenheit eine Tür geöffnet hat. Total logisch. Ich meine, was habe ich verpasst, hä? Ich bin in der Gegenwart. Mach hier eine Tür auf und deswegen ist die in der Vergangenheit auch offen, oder wie? Ach, schön, so viel Verderben. Ich verstehe es ja, wenn ich aus der Zukunft einen Schlüssel habe und dann in der Vergangenheit irgendwie damit eine Tür öffne. Kann eine selbe Tür sein, weiß ich auch nicht, wie lange die Zeitspanne ist. Damit kann ich leben. Aber wenn ich in der Zukunft irgendwas mache, irgendeinen Hebel oder so betätige, damit sich in der Vergangenheit eine Tür öffnet, irgendwo stoppt dann das Verständnis. Das ist dann so hoch für mich. Ich muss jetzt trotzdem nochmal kurz zurück. Da hinten war nämlich schon so ein Zeitportal. Ich würde ganz gerne wissen, was mich dort erwartet. Also wie gesagt, das ist was, wo ich nicht so ganz mitkomme, aber gut. Okay. Ja, Respekt, das hat sich ganz schön verändert. Kann ich da durchgreifen? Nein. Ja, man merkt eine gewisse architekturische ja, auf jeden Fall eine baustrukturenmäßig sehr grobe Veränderung. Geronimo. Wolgrims kleiner Bruder oder was? Malstrom. Dividierfluss, wer hat's kapiert? Er wird schon nicht immer einen schlechten Wortspieler. Okay, so. Überall Gegner. Was uns auch aufgefallen ist, ich habe eines der älteren Videos angesehen heute. Und zwar waren wir da Trank zu spät reingeklatscht. Verzeihung. Und zwar waren wir da noch im ganz ersten Gebiet in der Engelschmiede. Engelschmiede, in der Erschafferschmiede. Da gibt es einen Bereich, da waren wir vorher nicht, weil wir da die geteilte Seele gebraucht haben, hätten.
Da könnten wir eventuell auch nochmal vorbeischauen. Oder wir könnten auch nochmal generell die ganzen Geheimnisse abklappern. Den abgesetzten König möchte ich, wie gesagt, auf jeden Fall machen. Das wird ja jetzt relativ einfach, oder müsste relativ einfach werden. Und ich will ja schon ewig diesen Bonus-Filler aufnehmen, das ist ja auch was. Oh Gott. Als Nekromant diesen Champion da besiegen in der goldenen Arena. Das will ich auch schon ewig machen und komme einfach nicht dazu. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie so wahnsinnig faul wäre, sondern einfach, weil ich mit Verlaub herzlich wenig Lust verspüre, mich diesem Kampf als Nekromant zu stellen. Der war als Dingens hier schon verdammt schwierig, als Todesbote. Tod als Todesbote? Nein, wie hieß das? Doch, Todesbote, okay. Der war als Todesbote, wie gesagt, schon verdammt schwierig. Und das Ganze dann nochmal als Nekromant, der nochmal einen Zacken schwerer ist. Ich verspüre, wie gesagt, nicht allzu... Ja, kick mich in die Lava, hast schon recht. Was noch viel geiler ist, lass mich mit minimalem Leben stehen. Ein Treffer und ich bin hin. Phew. Die Frage, wohin mit dem zweiten Portal? Hey, da oben ist was. Stein der Macht. Sehr schön. Die sollten wir auch endlich mal abgeben. Was allerdings nicht wirklich meine Frage beantwortet, wohin ich mit dem zweiten Portal soll. Mal schauen. Hauptsache. Wahrscheinlich wird man gleich die Gestalt wabern anfangen und dann wird es vorbei sein. Was mir im Handbuch auch keiner gesagt hat, ist, dass ich die Reaper-Gestalt dann nicht benutzen kann, wenn ich die Seele geteilt habe. Das hat man wohl irgendwie vergessen. Naja. Naja, okay. Gut, ändert nichts dran, ich kann sie nicht einsetzen, ja. Da hinten ist es, ich sehe es. Komme ich aber nicht durch, okay. Aber vielleicht in der Zukunft. Ja.
Und ab die Post. Ja, hier werden wir gerade zweimal fast draufgegangen. Einmal sind wir es sogar. Damit ich nicht lüge. Und wir kriegen natürlich nichts als Schrott. So. Gut, da komme ich nicht durch. Gut, dann starte ich halt jetzt wieder hier. Also Fakt ist, ich kann mal Gift drauf nehmen, dass ich irgendwas im Dingens verpasst, dass der Händler. Das Reich der Dämonen ist aber relativ klein. Gut, soll meine Störung nicht sein. Ich überlege gerade, wie kann ich am schnellsten zum. Kann ich mich da direkt hinporten? Das wäre natürlich super. Man zeige mir die Karte. Gut, dass ich nicht weit weg bin. Schlangenfoliant. Der Händler war nördlich davon, oder? Ja. Also war das doch richtig. Was für ein Fisch? Ach so, ja klar, die Karte hat sich ja gedreht, da vorne steht er. Oh Gott. Rechts unten die Karte dreht sich ja mit. Ja. Sei gegrüßt, zieh dich nach Berlin um. Werde ich machen, keine Sorge. Die kann ich. Nein, die verkaufe ich nicht, die kann ich alle opfern. Hi. Die Robe kannst du haben, die Handschuhe kannst du haben, die Eisenschuhe kannst du haben, Steinstiefel. Mal schauen, habe ich Relikte für dich? Nein. Hast du Tränke für mich? Ja. Nicht die Welt, aber. Ich fülle mir zumindest den Zorn noch voll auf. Ich habe mir noch zwei Tränke. Ich hoffe, du musst es nicht benutzen. So. Ich bin auch ein Honk. Warum denn kilometerweit laufen? Hm?
Weil es im Prinzip total egal ist. Und weil ich mich da hinten sowieso nicht hinporten konnte, weil ich am Pferd war. Kein Rückreisepunkt, jetzt fällt es mir gerade auf. Das Spiel trollt mich.